wunderschönen guten Tag. Da sind wir wieder. Angelina und Dom ist mein Name. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, da unten steht es, die effektivste Handbefreiung. Na, schon großkotzerisch, aber ich denke, ihr werdet es sehen. Bis gleich. So, heute geht es um Handbefreiungstechniken. Und da müsst ihr einiges beachten, glaubt ihr. Denn es ist ja ganz normal, wenn ich ihr an die Hand packe und sie irgendwo ja, mit hinnehmen will, das ist ja immer auch die Intention, warum fasse ich überhaupt jemanden an? Ja, den muss man sich ja stellen. Also versetzt euch ruhig in den Täter, also denjenigen hinein, der euch greift, der euch anpackt. Das ist ja auch ein Angriff, der will ja irgendwas von euch. Ja, und wenn er kommt, dann müsst ihr euch die Vorstellung haben, okay, wie komme ich da überhaupt raus? Und eigentlich ist es ganz simpel. Ne? Da kommt jemand und packt euch an hier! Boah! Ja, hervorragend. Also, meine Unterlippe blutet. Vielleicht sieht man es nicht. Also, es hat funktioniert. Und was hat sie gemacht? So, wie es auch richtig sein soll. Und so sollte es auch sein. Sie greift direkt mein Gesicht an. Also, sobald einer anpackt, ja, eine Hand greift, da fackel ich nicht lange rum. Da gehe ich direkt ins Gesicht. Gehe auf die Nase, weil die Nase ist empfindlich. Ich habe es in einigen anderen Videos schon gesagt und wiederhole es eigentlich immer. Ja, es schießen sofort die Tränen ein, wenn man nach vorne pflastert. Und es tut höllisch weh, wenn man nach vorne geht. Und niemand muss sich anpacken lassen. Ja, also wenn irgendeiner an euch kommt, zu euch kommt und packt euch an, ja, und der will was von euch, dann muss ich mich nicht anpacken lassen. Ja, dann bin ich in der, im Bereich der Notwehr. Ja, und ich muss davon ausgehen, dass derjenige mich in irgendeiner Form angreifen will. Vielleicht will er mich anpacken und vielleicht schlagen oder will mir einen Kopfstoß geben. Und da bin ich im Bereich dessen, was man Trutzwehr nennt. Das heißt also nichts anderes, dass ich dem Angriff zuvorkomme, der dann passiert, ja, wenn mich einer attackiert. Also auch ein Griff an die Hände ist, ja, ein Angriff. Und was hat sie gemacht? Ja, ganz simpel eigentlich. Ich habe sie angefasst. Sie hat sofort ihre Schutzhand hochgenommen und marschiert wunderbar mit der Hand gegen meine Nase. Das ist das Erste, was sie macht. Und ja, ich habe es schon im anderen Video auch erklärt. Ja, die Nase steuert den Kopf. Das heißt, ich werde sofort nach hinten gehen. Und das ist die effektivste Handbefreiung deswegen, weil wenn ich nach hinten gehe und mein Gleichgewicht verliere, dann werde ich diese Hand auch loslassen. Und das ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann in der Selbstverteidigung, um eben diesen Griff zu lösen. Nichtsdestotrotz möchten wir euch ein paar Techniken zeigen, die gut sind zu wissen und die einfach auch sinnvoll sind, dass man ja so ein bisschen Theorie darüber hat. Und das zeigen wir euch jetzt in Theorie und Praxis, ja, und damit ihr ein paar Eindrücke habt, wie man halt noch so aus so Sachen rauskommen kann. Also, dranbleiben! So, Angelina reicht mir ihre manikürten Hände und jetzt erzähle ich euch ein bisschen was und ihr seht hier unsere Hände in der Kamera und ich muss ja einfach nur wissen, wie komme ich hier überhaupt raus aus diesem Griff. Ja? Und man neigt ja vielleicht auch manchmal im Affekt dazu, dass man vielleicht in die falsche Richtung sich rausbewegt, nämlich dahin, wo die Öffnung nicht ist, also wie ich nicht rauskomme. Zum Beispiel, das wäre hier, wenn sie sich in die Richtung bewegen würde, dann käme sie aus dem Griff nicht raus, denn wo ist die Öffnung? Natürlich hier zwischen Daumen und Zeigefinger ist die Öffnung. Das heißt, um aus diesem Griff rauszukommen, ja, das ist die gegenüberliegende Hand, die jetzt hier gegriffen hat, müsste sie sich in die Richtung bewegen. Und das kann sie auch machen, wenn sie da rauszieht. Wo ist sie hin? Das Ganze vertauscht sie natürlich, wenn ich diagonal greife, also die schräg gegenüberliegende Hand. Ja? Und dann ändert sich das natürlich, da kann sie nicht in diese Richtung gehen, weil, siehe da, plötzlich ist die Öffnung hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Das heißt also, sie bewegt sich in die Richtung, um sich zu befreien und haut hoffentlich nicht das Stativ um. Zack, sauber. Also, das ist erstmal das Grundwissen, was ich haben muss, um zu schauen, wie komme ich überhaupt raus. Also, wo ist die Öffnung aus den Händen des Gegners, wenn ich gepackt werde? Und jetzt zeigen wir euch ein paar Möglichkeiten, wie wir für die Selbstverteidigung da rauskommen. Okay. So, da sind wir wieder. Also, neuer Kamerawinkel und neues Glück. Ihr habt ja gerade schon gesehen, was passiert, wenn ich sie greife. Ja, ganz am Anfang des Videos, sie pölt mich nämlich direkt aus dem Kamerabildschirm raus. Und das ist auch richtig so. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch für unsere Selbstverteidigung ja, ein paar Techniken, wo wir ja, versuchen rauszukommen. Also wissen müssen, wo ist die Öffnung bei der gegnerischen Hand, um mich zu befreien. Ja, und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre Angelina der einarmige Bandit. Das heißt also, ein Arm ist überhaupt nicht da und der zweite Arm, den muss sie befreien. Ja, sie schlägt mir im Training gegen die Brust, Leute. Ne? Nicht, dass hier wieder komische Kommentare kommen. Logischerweise schlägt sie mir,
ne, auf das Nasenbein und nicht auf das Brustbein in der Realsituation. Nur meine Nase brauche ich noch, deswegen schlägt sie mir im Training gegen die Brust. Nur damit ihr wisst, warum haut die immer gegen die Brust. Wenn ich sie also packe hier mit einer Hand, zieht sie raus, bam, und knallt mir volles Pfund nach vorne. Also sie weiß, ah, der Ausgang der Hand war da und sie schießt mir dann in der Realität auf die Nase. Das gleiche geht auch diagonal. Ich greife, sie zieht raus, bam, und schlägt volles Pfund nach vorne. Also wir setzen direkt nach der Befreiung einen Konter. Und jetzt tun wir mal wieder gleich so, dass Angelika ein zweiter Arm nachgewachsen ist und dann zeigen wir euch die nächsten Techniken. Auf geht's. So ist ja klar, jetzt habe ich natürlich meine zweite Hand auch und die nutze ich natürlich auch. Aber das erste dient mehr dem Verständnis dafür, wo der Ausgang ist. Angelina greift mich hier an der Hand, ja, und ich komme nicht raus. Wir wissen, ich kann direkt schlagen, das lassen wir jetzt sein. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten, um rauszukommen. Ja, zum einen kann ich das hier ein bisschen verstärken. Also ich mache eine Zug- und eine Druckbewegung. Eine Druckbewegung und eine Zugbewegung nach innen. Zack, da bin ich raus und kann dann hier direkt schlagen, nach vorne schlagen, ne? Das ist eine Möglichkeit, die ich habe. So, dann habe ich noch andere Möglichkeiten. Einige kennen das vielleicht aus Satz 8 der Sin in Tao, ne? Die Wing Chun betreiben, die wissen das. Ich knalle hier mit meinem Unterarm, den nutzen wir volles Pfund hier oben mit einem, ja, Gansau, mit einer schneidenden oder hackenden Bewegung auf den Daumen. Und ich versuche natürlich auch in der Realität dieses hier kaputt zu machen. Ja, also ich spanne hier unten auf und hier haben wir auch die Druck- und Zugbewegung. Hier drücke ich nach unten, knall das Gelenk kaputt, hier ziehe ich den raus und kann dann hier wieder direkt nach vorne schlagen und attackieren. Ja, das ist also eine Möglichkeit, wie ich da rauskomme. Das gleiche haben wir auch, wenn sie diagonal greift. Die Techniken sind alle sehr ähnlich, ne? Also auch hier könnte ich mit dieser hackenden oder schneidenden Bewegung mit dem Unterarm den Daumen attackieren, den anderen ziehe ich zurück und kann also direkt nach vorne angreifen. Logischerweise, hier funktioniert dieser untere, diese patschende Hand, dieser Pak Sau, den ich gerade gemacht habe, nicht, weil, oh, siehe da, ich würde dann ja hier in die Hand reinarbeiten. Also hier müsste ich vielleicht eine andere Technik anwenden. Es besteht die Möglichkeit zum Beispiel, dass ich den Ellenbogen nach innen steuere und dann nach vorne arbeite. Das kann ich auch noch unterstützen, indem ich die Hand dazu nehme und knall hier oben drauf und bewege mich direkt nach vorne. Wie gesagt, hier geht es jetzt wirklich darum, ich will die Hand befreien, ne? Ich kann natürlich auch hier wieder direkt zuschlagen. Das macht natürlich Sinn für die Selbstverteidigung. Aber wenn ich sage, oh, da packt mich jemand an, komm, lass mich los, ne, kann sie wegschubsen oder so. Ja, das ist mal so das, was man machen könnte. Und dann geht es in die beidseitigen Griffe. Und die machen wir jetzt. Also, wir sind immer noch im Bereich der Selbstverteidigung und müssen uns also überlegen, wenn mir einer an den Händen greifen soll, wann auch immer das draußen auf der Straße passieren soll, ist mir noch nie passiert, aber kann ja mal sein, dass euch einer anpackt, ne? Dann kann es natürlich auch sein, dass beide Hände gegriffen werden. Das Erste, was man natürlich machen kann, das kann sie aber auch tun, ist ein Kopfstoß. Ja? Das ist also die Gefahr. Sie kann mich zu sich hinziehen, weil sie greift ja meine Hände und kann einen Kopfstoß geben. Und das ist also tatsächlich die Gefahr dieser Übung, ne? Also, wie komme ich hier raus? Wenn sie relativ locker lässt, funktioniert auch das, was ich schon einhändig gemacht habe, nämlich diese kleine patschende Hand hier unten, dass ich hier rübergehe und mich hier befreie und könnte direkt schlagen. Ich kann auch, wenn ich das üben will, eine Doppelbefreiung machen. Ist nicht sinnvoll für die Selbstverteidigung, aber um die Technik zu lernen, ja, why not? Okay, also ich kann mich hier befreien, kann hier befreien und sagen, oh, jetzt mache ich hier irgendwelche Sperenskes. Aber das dient einfach nur dazu, um ja so ein bisschen die Technik zu trainieren. So, sollte sie jetzt 150.000 Volt auf den Oberarm haben und die hat sie, also ich komme hier aus dem Griff überhaupt nicht raus und kann hier gar nichts machen und kann keinen Innenpacksau oder hier keine Innentechnik machen, ja, wie komme ich jetzt da überhaupt raus? Also völlig utopisch jetzt, dass ich hier irgendwas machen kann, da muss ich ein bisschen locker in den Schultern werden, weil die Schultern kann ich auch arbeiten, mit den Schultern kann ich auch arbeiten, wenn sie hier einen starken Griff hat und ich komme hier nicht raus. Also schiebe ich einfach die Schulter locker nach oben und pimpe die jetzt nach unten wieder weg. Bam! Und dann sind wir wieder in dieser Gansau-Technik, also nennt sich bei uns so im Wing Chun schneidender oder hackender Arm. Ich pöll das Ding nach unten und kann also dann direkt nach vorne schießen. Also wenn sie die hat, dann seid locker in den Schultern, pum, und dann kann ich mich befreien. Das gleiche funktioniert auf beiden Seiten, ne? Ich kann hier locker befreien, befreien, wenn man das üben will, ne? Ist ein bisschen Spaß dabei, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gleiches funktioniert natürlich auch, dass ich mit einer überkreuzten, ich sag mal, Tarnsaubewegung heißt sie bei uns, arbeiten kann. Aber das funktioniert auch noch, wenn sie relativ locker ist in den Armen. Das heißt, ich gehe rüber, schiebe den unteren Arm oder die untere Hand nach vorne. Das ist ganz wichtig. Ich brauche diesen Vorwärtsdruck. Ja, den brauche ich. Das ist ganz wichtig, damit ich hier nicht angegriffen werden kann.
kann jetzt hier, da ist die Öffnung, genau da, wo ich jetzt hingucke, von ihren Händen, ich blockiere ihre obere Hand, kann den hier rausziehen und kann dann direkt schlagen. Halt richtig fest. Wenn ich hier also rübergehe, ich kann ihn hier befreien, kann direkt schlagen, kann aber auch zum Spaß hier oben nochmal einen draufklatschen und kann ihn ebenfalls befreien. Also das wäre die doppelte Griffmöglichkeit. Ja, sind so ein paar Spielereien, die man machen kann, einfach um das Verständnis zu kriegen, obwohl es überhaupt der Ausgang aus den Griffen. Ja, und dann kommen jetzt noch gleich die Griffmöglichkeiten in der oberen Position. Und die stellen wir euch jetzt vor. Okay, also angenommen, sie fasst mich hier an den Oberarm. Ja, da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie ich rauskomme. Ja, eine Möglichkeit ist, dass ich meinen Ellenbogen hochklappe und dann, ne, hier ist ja die Öffnung jetzt genau vor mir, wo ich hinzeige. Ich hoffe, das sieht man. Und ich schiebe jetzt hier den Ellenbogen runter und bin dann auch frei. Ja, das kann natürlich logischerweise auch schon ein Angriff sein, dass ich mich hier schön nach vorne bewege und hier mit dem Ellenbogen schon attackiere. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, die ich machen kann als Angriff. Aus der Position kann man natürlich auch die Sachen machen, die ich auch unten schon gemacht habe. Also, ne, wenn sie relativ locker fasst, kann ich hier drauf gehen und hier mit einem Patschen in Bewegung arbeiten und nach vorne dann wieder gehen. Ja, das ist so der Packsau, den einige kennen. Ja, es gibt aber natürlich noch andere Techniken. Macht sie zum Beispiel starken Schub nach vorne, kann ich meinen Ellenbogen hochnehmen, den hier greife ich und ziehe sie auf mich zu. Ja, also eine Zug-Druck-Bewegung. Mein Ellenbogen, die Ellenbogenspitze guckt schon verdächtig nach ja, in ihr Gesicht. Ja? Und dadurch, dass ich hier ziehe und hier drücke, wäre das schon der erste Angriff. Und siehe da, dort befindet sich der Ausgang. Das heißt, sollte der vielleicht nicht getroffen haben, kann ich in die Richtung meiner Hand auch wieder rausziehen. Und was mache ich dann? Ich knall das Ding hier volles Fund durch, komm hier rein und schieße hier einen Ellenbogen hinterher. Und dann wird sie auch auf die Matte gehen. Ja, das ist eine Möglichkeit, die man machen kann, um da rauszukommen. Eine zweite Möglichkeit ist, sie greift mich wieder so und ja, nenne ich immer so ein bisschen die Kronkorkenmethode. Ich will jetzt hier keine Biermarke oder so nennen, aber Kronkorkenmethode ist, ja, die Gefahr ist ja immer da, dass wenn sie mich gegriffen hat, sie trotzdem auch wieder loslassen kann und schlagen kann. Mach mal, lass mal los und bäm, schlag direkt, bumm. Ja, also das ist halt die große Gefahr, die sie hat, ja, die ich habe. Das heißt also, ich muss also irgendwie diese Hände gefixiert bekommen. Das heißt, ich greife hier ihren Arm und schiebe diesen Arm hier, meinen Ellenbogen, in ihre Richtung. Das mache ich aus einem guten Grund. Würde ich das nicht tun, dann würde sie schlagen, bam, ja, direkt treffen. Und um den zu fixieren, schiebe ich den nach vorne, schlag mal. Ja, jetzt geht das nämlich nicht mehr, wie wunderbar. Und jetzt kommt der berühmte Kronkorken zum Einsatz, ne? Flaschenöffner, plöck, und da ist die Öffnung und ich bin frei. Und der will natürlich direkt angreifen. Das heißt, ich habe hier eine wunderbare Position. Ja, einige kennen das vielleicht als Lahnsau, als einen Riegelarm. Ja, ich habe auch ihre Arme damit schön unter Kontrolle und kann hier wunderbar nach vorne schlagen. Ja, nochmal ganz kurz zum Zeigen. Gefahr ist, sie würde lösen und schlägt direkt. Bam! Ja, ich gehe rüber, greife. Kronkorken kann direkt schlagen oder sie auch hier rüberziehen und dann in eine Fixierung gehen. Dass ich sie hier wieder habe und würde dann zack, ein Takedown durchführen. Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie man aus diesen Techniken eine Handbefreiung konstruieren kann. So, also ihr habt jetzt natürlich ein paar Sachen gesehen, wie man ja aus einem Griff der Arme sich befreien kann. Ja, natürlich gibt es ganz, ganz viele Hebeltechniken aus dem Kampfsport, wo oft gezeigt wird, dass man ja mit Handkipphebeln oder so arbeitet. Aber die große Gefahr ist immer, wenn sie mich greift und ich möchte irgendeine Technik mit Armkipphebel machen, ich habe immer zwei Hände an einem Arm blockiert. Ich blockiere mich selber. Und die Gefahr ist, dass sie diesen Arm noch frei hat und könnte mich natürlich in dem Moment, wo ich hier arbeite und irgendwelche wilden Sachen mache, schlagen. Und das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall. Also versuche ich sehr ökonomisch zu agieren. Und wir sind ja immer im Bereich der Selbstverteidigung und da muss ich ökonomische Techniken haben, weil ich will mich direkt zur Wehr setzen. Das hier sind nur Beispieltechniken, die ich anwenden kann, um da rauszukommen. Aber selbstverständlich, ne, gibt es noch tausend andere Techniken, aber ich habe festgestellt, dass das die Techniken sind, die sehr effektiv sind. Ja. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal, Daumen nach oben und Angelina ist mit Sicherheit auch wieder dabei. Und dann würde ich sagen, auf bald. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Let